Hallo, hier ist wieder euer Thomas von Fit bleibt fit. Nachdem wir einige Anfragen von euch erhalten haben, zeige ich euch heute ein paar Übungen für die etwas älteren Sportler ab 60. Für die erste Übung dürft ihr erstmal im Stand bleiben. Ihr stellt euch erstmal auf euer rechtes Standbein, hebt das linke Bein nach oben ungefähr bis 90 Grad und dann möchte ich, dass ihr in der Diagonalen, also mit der rechten Hand, auf euer linkes Knie geht und dort mit dem Knie und mit der Hand Druck gegeneinander ausübt. Ihr achtet bitte darauf, dass ihr vom Oberkörper her gerade bleibt und den Druck zwischen Knie und Handfläche konstant haltet. Dabei die Luft nicht anhalten, schön durch die Nase ein, durch den Mund weiter ausatmen, das Ganze ungefähr 10 bis 15 Sekunden halten und dann abstellen. Das Ganze im Seitenwechsel. Rechtes Knie, linke Handfläche, Oberkörper ist aufrecht, Blick ist gerade und das Ganze halten. Für die zweite Übung dürft ihr in den Vierfüßlerstand gehen. Und zwar die zweite Übung ist eine rein statische Übung, also da wird keine Bewegung zugelassen. Ihr geht in den Vierfüßlerstand, achtet wieder darauf, dass Kniegelenk unter Hüftgelenk ist, Handgelenk unterm Schultergelenk. Und jetzt möchte ich, dass ihr in der Diagonalen mit einer Hand und einem Knie jeweils immer Druck in den Boden ausübt. Ihr beginnt mit der rechten Hand und dem linken Knie, drückt in den Boden rein, haltet das Ganze ungefähr 10 Sekunden und wenn ihr in die andere Diagonale, sprich linke Hand, rechtes Knie wechselt, ziemlich schnell wechseln und Druck in den Boden mit Knie und Handfläche ausüben. Und Wechsel. Und Wechsel. Wichtig dabei wieder beachten, keine Bewegung zulassen, also Knie oder Hände werden nicht angehoben. Ihr wechselt nur mit dem Druck zwischen Hand und Knie. Viel Spaß damit! Für die nächste Übung könnt ihr euch zu Hause einen Stuhl nehmen. Ich habe jetzt hier so eine Schrägbank, wo ihr euch festhalten könnt. Und zwar stellt ihr euch an den Stuhl mit der Lehne hier in dem Fall hin. Haltet euch mit beiden Händen erstmal fest, richtet euch vom Oberkörper her auf und dann möchte ich, dass ihr mit eurem linken Bein anfangt und das linke Bein kontrolliert maximal nach hinten bewegt. Dabei bitte aufpassen, dass ihr euch nicht ins Hohlkreuz drückt, also dass ihr nicht ausweicht, sondern nur die maximale Bewegung vom Hüftgelenk ausübt. Das Ganze ungefähr 12-mal wiederholen. Achten, dass ihr nicht ausweicht und das Ganze dann auch im Seitenwechsel ausüben. Bei der nächsten Übung nehmt ihr auch wieder euren Stuhl bzw. eure Lehne vom Stuhl, wo ihr euch festhaltet. Ihr stellt euch hüftbreit vor dem Stuhl hin, haltet euch mit beiden Händen am Stuhl fest, Oberkörper ist wieder schön aufgerichtet und dann möchte ich, dass ihr mit beiden Füßen hoch in die Zehenspitzen geht und kontrolliert wieder zurück. Die Fersen kurz am Boden antippen und wieder maximal hoch in die Zehenspitzen. Schau darauf, dass sie über den Großzehenballen nach oben in die Zehenspitzen geht und langsam wieder abrollen. Das Ganze wieder auch ungefähr 12-mal wiederholen, kontrolliert zurücklassen, hoch in die Zehenspitzen und kontrolliert zurück auf die Ferse. Viel Spaß damit!